Hallo und herzlich willkommen zum Callisto-Protokoll. Was knuspert hier schon wieder? Ich wollte nämlich gerade mal so ein bisschen Resümee ziehen. Also, die Synchro kotzt mich an. Überhaupt, dass die Sprachausgabe stellenweise echt leise ist. Ne? Und ich habe hier das Headset auf und auf volle Lotte gedreht und ich verstehe kaum, was die Leute sagen. Gerade zum Beispiel hier bei der Explosion da auf dem Flugdeck. Das kommt dann nicht so rüber, ne? Wenn dann die Explosion eher ja, gedämpft ist. Ne? Allerdings, ich habe bis jetzt nicht einen einzigen Bug gehabt, wenn man das mit der Sprachausgabe nicht als Bug versteht. Ich habe grafisch überhaupt rein gar nichts auszusetzen. Also es ist lecker. Es ist wirklich lecker, ne, mit anzusehen. Alleine auf dem Mond Callisto rumzulaufen, war amazing. Ne? So, und wenn man sich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat, ne, dann funktioniert es eigentlich. Ne? Also, wie man sieht, also mein ich komme gut klar. Ne? Ich meine, okay, ich habe am Anfang die 800 Credits da als kleinen Beginner-Boost bekommen. Aber das hier halten. Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. Ich habe auch viel links und rechts liegen lassen. Zu Beginn. Jetzt, wo ich gemerkt habe, alles klar, du wirst ja nicht unbedingt immer einwandfrei geführt. Ne? Weil, ja, das Level-Design ist linear. Ne? Man muss wahrscheinlich bei der Grafik Abstriche machen. Aber man kann hier und da rechts und links laufen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt? Bin ich hier im Bonusbereich? Oder wo bin ich? Kannst du hier rüberspringen? Nein. So, und am Anfang habt ihr mitbekommen, ne? Zweite Folge war ich ja... Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. War ich ja nur am Weinen. Doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Aber mittlerweile geht's. Ne, man fühlt sich einfach etwas sicherer, ne, wenn... Also die Speicherpunkte sind gut gelegt. Ich habe zwar auch keine Ahnung, ähnlich wie Keystraw, warum ich überhaupt manuell speichern kann. Weil er speichert wirklich immer nur den letzten Checkpoint. Aber die sind gut gelegt, von daher geht's. Seht ihr da zum Beispiel? Die ist sonst wo, dann kann ich sie verstehen. Da habe ich auch kein Problem damit, dass sie leiser ist. Ne? Weil die ist ja sonst wo. Nur manchmal steht die direkt vor mir und ich verstehe sie trotzdem nicht. Obwohl sie direkt vor mir steht. Das ist doch irgendwie, ne? So, ich möchte jetzt aber mal so einen 3D-Drucker finden. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Komm, es ist nicht weit. Das sagt sie so in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Ein paar Schritte noch. Ah ja, wird mal, das bricht auch ab. Verdammt! Wo? Ich hab dich. Komm schon. Nein. Jacob! Hätte ich was tun müssen? Ah, ne. Oh Gott, ich bin in Grütze reingeworfen worden.
Was ist das noch wieder? Boah, ist das ekelhaft. Junge! Was war das denn? Weiß ich nicht. Dani! Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders. Alter! Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Und der Schwierigkeitsgrad, ganz ehrlich, also er geht. Er geht. Ja, also ich spiele auf Mittelsicherheitstrakt oder so. Jetzt. Missionsprotokoll 001. Bericht von Dr. Yoon. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Verschlossen. Alles klar. Dann dem Ekligen hinterher. Pest und Cholera, wirklich Pest und Cholera. Don't make sound. Okay.
Jo, ihr beiden. Alter! Wie haben die mich denn jetzt gehört? Wo gehe ich hier eigentlich hin? Knusperriegel. Hassig wie die Pest, ne? Schön. Makelloser Entschlüsser, Gesundheitsinjektor. Drück ihn dir. Dann nimm den mal mit. So, und dann tun wir hier so einen kaputten, nehmen wir weg. Und dann nimmst du hier den Makellosen mit. Ach so, bin einmal im Kreis gelaufen, alles klar. Aber ihr beiden, ihr seid doch... Ich bin gerade da lang gegangen, ne? Ja, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Zwischen die vier Leute hier durch. Oh, 5, 6. Noch mehr.
habe die Trophäe gekriegt. Ich hatte nicht so eine Trophäe. 5 von Blinden hinterrücks kaputt machen. Haben wir gerade gemacht. Ist natürlich auch strategisch ganz, ganz klug, ne? Macht schon Sinn. Meine Herren. Super, die rufen nachher im Sklamm. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also wenn man einmal so das Prinzip verstanden hat, dann geht es durchaus. Da macht einer Krach. Ich habe einen Speicherpunkt, das finde ich gut. Egal. Jungs. Wo ist denn der andere hin? Ach so, der liegt hier schon. Oha! Toll! So was Fieses. Credits. Was ist das? Was ist das? Egal, ist was Neues, will ich haben. Sturz. Automatikpistolenbauplan. Leckerchen. Und den muss ich jetzt hier liegen lassen? Gefällt mir gar nicht. Vor allem, was mir überhaupt nicht passt, ne, ist, dass ich seit gefühlt Ewigkeiten keinen 3D-Drucker mehr gesehen habe. Kann ich da Abhilfe schaffen. Eine leider. Ah, da ist ein 3D-Drucker. Credits.
Wo glibbert das? Wow, da, wow! Hast mir gerade weggelutscht. So. Auswahl treffen. Bauplan oben. Gut. So. Verticken. 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 Verticken und verticken. Sehr schön. So, die ist volle Lotte. Erhöht die maximale Energiekapazität mit einer aufgewerteten Primärzelle. Was haben wir hier? Erhöht die. Ja, das ist eigentlich gut, ne? Erhöht die Schleuderkraft auch gut. Beides gut. Was haben wir denn noch hier? Wir haben hier eine Schrotflinte gekauft. Stabilität. Schwarmgeschosse, okay. Schrotflintenausrüstung haben wir auch schon gekauft. Magazingröße ist immer gut. Magazingröße ist eigentlich immer gut. Und hier haben wir Automatikpistole. Die machen wir als allererstes. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Ja, ja, ja. Qualitätsprüfung bestätigt. Super. Finde ich gut. So, dann kaufe ich hier die Magazingröße, weil... Aktivierung der Druckfertigung. Größeres Magazin heißt mehr Loot. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Sehr schön. So, was haben wir da noch hier? Schaden. Mhm. Mhm. Was haben wir denn hier? Gekauft, gekauft. Schaden. 2,7. Was ist das? Blocken Konterangriff. Nehmen wir das Upgrade auch noch mal so, und dann reicht das erstmal. So. Dann nimm das mit. Und dann gehen wir eben noch mal Leiter hoch. Wir können es erstmal nachladen, genau. Die kannst du auch. Kann er nicht. Die hast du nachgeladen, gut. Wo hab ich das Ding denn gedroppt? Da. Aha.
Ich dachte schon, da gibt es noch einen Bonusbereich. Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. 4, 12, 20. Ah, es passt. So. Die ist fertig, gut. 2, 7. Tempo-Upgrade erhöht die Schleuderkraft weiter. Cool. Stabilität. Bisschen mehr Schaden? Komm. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Mhm. Alles klar. Ja, da ist die Aufstandsflinte auch schon. Was ist das? Explosivgeschosse, Upgrade. Wäre ganz cool, ne? Aber 2,7. Ist schon ordentlich. Alter! Das war knapp. Achtung, was denn? Aha. Opa. Makellose Energieumwandler. Jetzt frage ich mich, ob ich schon mal hier gewesen bin. Glaube ich aber nicht, ne? Obwohl es ja recht bekannt aussieht. Wow, 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 wow!
bitte, bitte, jetzt. Ist gut. Komm. Ich weiß genau, hier ist noch... Hier liegen drei Stück. Ach, da vorne liegt der Loot von dem einen. Alles klar. Ein Knusperregel. Also, die haben sich wohl hier auf recht natürliche Art und Weise selbst entwickelt. Und dann kam wieder irgend so eine Bande hier auf die Idee. Lass mal Waffe draus machen. Alter, die wollen mich fertig machen. Junge! Hör mal! Warum bist du denn so schäbig? Ah, du Spratzbeutel. Der war doch gerade nicht... Oder habe ich den eingesammelt? Sieht so aus, als wenn ich den eingesammelt hätte. Ganzes Spiel so dunkel, weißt du, und jetzt machen sie auf einmal hier Licht an. Da denkst du dir auch, mach besser Licht wieder aus. Muss nicht sein. Mach einfach aus. Ja, dann... Ah ne, kann ich mir gar nicht durchquetschen. Gut. Carry Light. Nico?
Kann mir einer erklären, warum ich den nicht gerade da Stealth killen konnte? Sollen wir mal einen drücken? Wir lieben das Risiko. Ninja Jacobs. Willst du jetzt wohl mal endlich? Ist noch hier einer ohne Fahrschein? Jo. Ekelhaft. Krieg ich nicht. Fiese Sache.
Kamerad. So ja nicht, ne? Wollte ich ihn gerade ransaugen? Da springt der Typ davon da oben runter. Ach so, Batterie alle. Sag mal, habe ich hier so eine Batterie? Nö. Naja. Ihr wisst Bescheid, ne? An der Stelle hau ich einen krassen Griffhänger rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.